Ich hatte mir gedacht, ich wollte, dass Sie alle heute mal was mitnehmen und ich will auch mal den Punkt Scheitern in den Vordergrund stellen und habe Ihnen ein Worst-Practice-Beispiel mitgebracht und zwei Best-Practice-Beispiele und eine Idee, wie Sie ins Handeln kommen. Das ist so der Ziel meines Vortrags. Kurz zu uns, wir konnten Anfang des Jahres eine 12 Millionen Euro Finanzierungsrunde abschließen, sind dadurch auch nochmal gut gewachsen, sind jetzt mehr als 60 Mitarbeitende am Standort Köln, über 230 Objekte online und wir investieren eigentlich massiv in die Zukunft. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Gebäude ohne zentrale Datenverfügbarkeit, ohne Cloud-Plattform, also das ganze Gewerk 400, Kostengruppe 400, alle Daten verfügbar sein müssen für alle Stakeholder im Bewirtschaftungsprozess, damit es überhaupt nachhaltig, effizient und zukunftsgerecht betrieben werden kann. Unsere Zukunftsthemen, wo wir forschen, das eine Thema ist Demand-Side-Management, wo wir auch schon einige Projekte laufen haben. Das andere Thema ist wirklich der Fachkräftemangel im FM. Wie kriegen wir in der Bewirtschaftung mehr Effizienz? Und das dritte Thema ist, wir werden nach meiner festen Überzeugung nicht schaffen, den kompletten Bestand zu sanieren, sondern wir müssen auch gucken, wie kommen wir mit kleinen Maßnahmen, wie kommen wir mit Updates der Kostengruppe 400, der Gebäudetechnik, auch da rein, dass wir während der vollständigen Bemietung, also der Bewirtschaftung eines Assets, eben weiterkommen. Wir mit unseren Lösungen denken ESG ganzheitlich. Natürlich haben wir klare Ausprägungen Richtung E, also effizienterer Betrieb, Dekarbonisierung, aber auch im Bereich S kann man datenbasiert in Gebäuden einiges machen. Thema Wellbeing, das ganze Messen, das systematisch verbessern, bessere Raumluftqualität bereitstellen. Fläche ist eine knappe Ressource, wenn ich weiß, wie sie genutzt wird, kann ich sie effizienter nutzen und insbesondere im Bereich G kommt mit der Regulatorik auch eine ganze Menge an Pflichten, die muss ich reporten, die muss ich erfüllen und da spielen Daten auch eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir eine Datenplattform einbringen, kommt das immer mit einer Betriebsoptimierung und auch KI-basierter vorausschauender Regelung und im Schnitt konnten wir 22% Energie über all unsere Projekte einsparen. Letzter Satz zu uns, bisschen, was machen wir technisch? Wir gehen also hin, schließen alle Technik im Gebäude datentechnisch auf, sammeln die Daten in einer echten Cloud-Plattform mit APIs, offenem Datenmodell, alles was dazugehört, strukturieren die Daten. Dann haben wir ein Expertensystem, was Fehlfunktionen im Gebäude identifiziert. Es gibt Handlungsempfehlungen, die moderieren wir raus mit dem FM. Und wenn das Gebäude dann im guten Betriebszustand ist, dann übernimmt unsere KI und danach begleiten wir den, ja, als Full-Service-Partner den Asset-Manager dabei, auch weitere Maßnahmen im Asset umzusetzen. Darüber